Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einer neuen Real-Life-Story, noch alleine im Online-Modus. Und heute geht es in meiner Real-Life-Story um meinen Weg auf YouTube. Wie es war, als ich angefangen habe. Ich erzähle es euch am besten mal, wie das alles begonnen hat. Es war ja so, ich habe meinen YouTube-Kanal Der Junge Zocker 2012 erstellt. Das war Mitte Mai, glaube ich. Auf jeden Fall hatte ich da ein bisschen mit meinem iPad rumgespielt. Ich hatte ein iPad, diesen Tablet-Computer. Hab einfach mal ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ich kann mich sogar erinnern, das war Commander Krieger. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, hey, ich würde doch auch gerne mal so ein YouTuber sein. Und habe mir dann, hatte damals noch keine E-Mail-Adresse, erstmal eine E-Mail-Adresse erstellt und alles. Und dann habe ich mich angemeldet bei YouTube. Hat alles funktioniert. Hab dann noch einen Kanalnamen gesucht und da wurde der Junge Zocker TV, der Junge Zocker 1234 angezeigt und halt eben der Junge Zocker. Fand ich cool. Auf jeden Fall habe ich dann der Junge Zocker genommen und der Kanal war erstellt. Null Aufrufe, null Abonnenten, null Kommentare, null Zuschauer. Und ich hätte niemals gedacht, dass der Weg mich irgendwann mal so weit bringen würde. Auf jeden Fall hatte ich da null Abonnenten. Ich war da, null Abonnenten, null Klicks. So, hatte einen YouTube-Kanal. Konnte nun YouTube-Videos kommentieren. Und fand das Hammer. Ehrlich, fand das richtig Hammer. Auch wenn man zum Beispiel einen YouTuber geschrieben hat, relativ kleine YouTuber, 5.000, 6.000 Abonnenten, und die dann zurückgeantwortet haben. Alter, Alter, hab ich mich gefreut. Hab ich mich gefreut. Auf jeden Fall habe ich dann mal mein erstes YouTube-Video hochgeladen. So eine komische Eidechse oder was es war, keine Ahnung. Ein richtig cooles Viech, muss ich sagen. Auf jeden Fall habe ich diese Eidechse dann hochgeladen. So eine Real-Life-Eidechse. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mal auch GTA-Videos machen wollen. Das heißt, GTA-Videos habe ich... Ich habe keine Elgato gehabt. Ich wusste nichts mit HDPVR-Box anzufangen. Kannte mich da gar nicht aus. Aus dem Grund habe ich einfach mein Handy genommen. Ich glaube 2 Megapixel. Und mein Fernseher abgefilmt. Und angefangen zu kommentieren. Und das war mein Weg als Let's Player. So fing alles an. Und ich finde es schon heute wichtig, der noch keine Elgato hat, mit dem Handy anzufangen. Seine ersten Let's Play-Erfahrungen sollte man schon mit dem Handy machen und sich dann nachher mal an die Elgato Game Capture ranwagen. Oder bei der PS4 braucht man das ja alles nicht mehr. Auf jeden Fall ging das dann immer weiter. Ups. Dass ich irgendwann mal eine Elgato gekauft habe. Eine Game Capture HD, mit dem man PS3-Aufnahmen machen kann. Hab das kommentiert. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und so weiter. Und ja. So fing das alles an. Dann gab es noch ein paar Real-Life-Videos dazwischen und so weiter. Und ja. Jetzt müssen wir mal den Bus klauen hier. Ja, auf jeden Fall kamen noch ein paar Real-Life-Videos und jetzt bin ich auf jeden Fall hier, wo ich bin. Bei der auf der PS4 und zocke GTA 5 und ihr hört mir zu. So weit ist es jetzt gekommen. Über 1.800 Abonnenten. Ich habe die Abonnenten übrigens ausgestellt. Ihr müsst euch nicht wundern. Weil ich einfach nicht dieser YouTuber bin, der mit den Abonnenten prahlt oder so. Für mich ist es nicht wichtig, welche Abozahl da steht. Ne? Ich habe das jetzt bewusst ausgestellt, weil ich bin einfach nur der Junge Zocker. Versteht ihr? Ich bin der Junge Zocker und will das einfach nicht haben, dass da 1.000 steht oder 2.000 Abonnenten, 3.000 Abonnenten. Das interessiert mich nicht, ganz ehrlich. Ich bin einfach der Junge Zocker und hau gerne Videos raus für euch und das ist so mein Ding. Ja, ich fühle mich eigentlich als YouTuber richtig wohl, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ja, das war eigentlich mein Real-Life-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ciao.